Ciao, Ragazzi, was geht, euer Scooby am Start? Damit herzlich willkommen zu Video Nummer 3 des Adventskalenders. Dieses Video wird ein Interview mit dem lieben TwoTwistedTV sein, mal was ganz, ganz anderes. Ihr könnt wieder einen 20€ Amazon-Gutschein gewinnen. Dafür müsst ihr das Video einfach nur bis zum Ende schauen und dann werdet ihr schon mitkriegen, was ihr dafür tun müsst. Welche Fragen fallen euch noch so ein für zukünftige Interviews? Schreibt mir die gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat und kostenlos zu abonnieren. Viel Spaß mit dem Video, Ragazzi. Peace. Ja, herzlich willkommen zum Interview hier mit TwoTwistedTV, Ragazzi. Wir haben ein paar Fragen gesammelt, die wir dem lieben TwoTwisted heute stellen. Willst du mal allgemein erstmal anfangen und dich ganz kurz vorstellen vielleicht? Ja, ich heiße Nico oder TwoTwistedTV, wie ihr es gerne haben möchtet. Bin 23 Jahre alt, momentan mittendrin in einem Projekt in die Vollzeit als Content Creator zu gehen. Ich habe mir da bis zum 21. Februar, ich habe zwar gesagt halbes Jahr, ich gebe mir ein halbes Jahr, um zu gucken, was passiert, wenn ich Vollzeit gehen würde. Das war zumindest die eigentliche Idee. Ich dachte mir, komm, 21. Februar passt ein bisschen besser anstatt 31. Januar, weil 21. Februar war tatsächlich auch der, ist mein Jubiläum, wann ich meinen allerersten Stream rausgehauen habe. Nämlich am 21. Februar 2019. Und ja, ansonsten momentan Vollzeit-Content-Creator im Bereich Escape from Tarkov und hoffentlich bald auch ein bisschen in die Variety-Richtung zu finden. Werden wir sehen. Da machst du gerade ein bisschen mehr, ne? Dass du ein bisschen so... Ich glaube, du machst abends dann immer andere Spiele, glaube ich, genau, ne? Genau, genau. Also das, was ich jetzt momentan versuche, ist, dass ich wirklich von 10 bis 16 Uhr meinen Escape from Tarkov-Stream durchziehe, montags bis freitags. Und dann, so wie es die Zeit zulässt, dann ab 19 Uhr abends noch spontane Streams. Ist natürlich aber immer ein bisschen schwierig, wenn das dann halt mit YouTube oder ähnlichen Sachen dann halt im Konflikt steht. Aber das muss man dann halt immer gucken. Ja gut, das kann ich verstehen. Da kann ich auch schon mal die erste Frage zustellen. Wie viel Zeit wendest du so am Tag Offstream auf, so hinter den Kulissen? Was geht da so bei dir ab? Boah. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich streame am Tag 6 Stunden. Vor meinem Stream bin ich eine halbe Stunde dran. Gucke, dass ich da noch alles fertig mache. Vielleicht mir ein bisschen Gedanken mache, wenn ich noch einen extra Tweet raushaue, wie ich einen Tweet announce oder solche Sachen, ne? Ja. Yeah. Oder an sich generell nochmal eine Ideenfindung. Wenn ich jetzt bestimmt einen Themenstream mache, hatte ich jetzt zum Beispiel letztens gemacht, da habe ich einen ganzen Stream überlegt, also geguckt, dass ich die Kel-Tec RFB Rifle einfach nur teste und habe einfach ein Stream die Waffe getestet, geguckt, was dann auch später in einem YouTube-Format dann gelandet ist. Aber solche Sachen halt einfach nochmal ein bisschen Gedanken dazu machen, yo, okay, was könnte heute im Stream alles passieren, was wären noch Sachen, also die so vorbereitungsmäßig, das ist so eine halbe Stunde vor dem Stream und danach im Stream komplett Open-End. Also ich hatte Tage, wo ich dann aus diesen 6 Stunden Stream dann nochmal easy insgesamt, also insgesamt dann wurde das zu einem 14-Stunden Arbeitstag. So, ja. Das hat, glaube ich, jeder mal. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Das sind Tage, die gehören dazu und die werden auch immer häufiger. Aber ist halt auch geil. Weil desto mehr, es weiß halt keiner. So, es weiß halt keiner, was wir alles im Kopf haben, was wir für Möglichkeiten vielleicht sehen. Und es weiß keiner, was alles noch auf die zukommt, ne? Das ist cool, einfach so im Hintergrund noch die ganzen Sachen zu planen und dann für die Communities dann was auf die Beine stellen zu können. Bringst du deine Sachen zu Papier, wenn du Ideen hast, oder behältst du die eher so im Kopf? Also verschriftlichst du das? Definitiv verschriftlicht. Generell nicht unbedingt, also früher war ich viel, viel besser da drin, da hatte ich wirklich ein Notepad bzw. so eine Art College-Block neben mir liegen oder habe immer einen College-Block eigentlich mitgeführt und da habe ich die Sachen dann immer drin aufgeschrieben, allerdings jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr bis Jahr eigentlich gar nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, dieser College-Block ist dann nur zu reinen Film Ideen mutiert. Okay. Und ich finde es schade, dass ich das nicht im Bereich Content Creation auch so nutze, weil sonst landet es meistens in irgendeinem der 15.000 Textdokumenten auf meinem Desktop. Oder in den Notizen auf dem Handy. Das fühle ich. So wie ich irgendeine Idee habe, sofort aufgeschrieben. Sofort. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich mein Handy rausholen, ich könnte mir dir wahrscheinlich irgendwie 5 YouTube-Ideen
die rausrattern, die ich irgendwann mal gehabt habe. Mache ich auch und viel mit dem Handy, ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil wenn es vergisst, dann ist es eine Idee, die verschwendet ist. Ja, safe. Und ich meine, Handy hat man sowieso immer dabei. Da braucht man ja kein Stift und Papier mehr mit sich führen. Eben. Wenn wir hier bei der Ideenfindung sind, so, was macht denn für dich einen guten Stream aus? Oh, ein guter Stream gleich gute Audio. Also noch nicht mal unbedingt, es gibt ein Zitat von Pestidi, ich wünschte, ich würde es jetzt nochmal komplett auf die Reihe kriegen. Pestidi, auch eine sehr relevante Person zu der Escape from Tarkov-Kategorie. Ja. Der hatte mal gesagt, dass ein Gamer nicht gleich ein Streamer ist. Ein Streamer ist nur gleichzeitig kann auch nur ein Gamer auch noch dazu sein. So. Das heißt also, man ist, wenn man ein Gamer ist, ist man nicht automatisch gleich ein Streamer. Okay, und das ist das. Okay. Das ist das, weil ein Gamer, der einfach nur streamt, ist kein Streamer. Weil das ist halt, ein Stream macht, also es macht halt nicht nur dein... Du meinst eher, halt du, ich glaube, du meinst aus. Eher so dieses einfach so zocken und dabei die Kamera quasi anhaben oder einfach live gehen, okay. Ohne, genau. Gerade einen guten Stream macht, glaube ich, eine sehr herzliche Stimmung aus, es sollte dabei sein, einen gewissen Produktionsstandard sollte vorhanden sein. Dass es halt auch entsprechend entspannt ist, sich das Ganze anzugucken. Ja, von der technischen Seite muss es halt einen gewissen Standard haben. Ansonsten sehr viel auf die spezifische Person, also auf den einzelnen Streamer. Sei das jetzt in einem Variety, also sei es jetzt wirklich ein Variety-Streamer, sei es ein Streamer, der einen Persona-Streaming macht, oder sei es ein Streamer, der wirklich voll auf Entertainment geht, ne? Ja. Also da ist ja, glaube ich, nochmal so, ich nehme jetzt einfach mal uns beide als Beispiel, ne? Du gehst halt voll in die Entertainment-Richtung, ne? Richtung. Und bei mir ist es halt so ein komisches Misch aus Erklärbär zu Skill-Gameplay. Wenn ich mal nicht rein PPK. So, ne? Das ist ja sogar die nächste Frage gewesen. So, was macht dich und dein Stream so einzigartig? Beziehungsweise so Wiedererkennungsmerkmale? Wiedererkennungsmerkmale für mich persönlich ist, glaube ich, dieser Erklärbär-Content und gleichzeitig Skill-basiert, dass es irgendwo Skill-basiert ist, aber gleichzeitig, also die Atmosphäre, die ich wirklich erzielen möchte, ist in meinem Stream, dass irgendjemand in den Stream reinkommt und es sich so anfühlt, als ob die Person sich praktisch auf eine Couch gesetzt hat neben mir und einfach dann mitschillt. Jetzt kriege ich einen Evil Slot einen Raid rein. Richtig Ehre on Stream. Nice. Butz, mein lieber, danke für deinen Raid, Mann. Herzlich willkommen an alle. Danke schön. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Wir machen hier gerade ein kleines Interview mit TwoTwisterTV. Mit dem Gedankengang war ich durch. Also ist halt dieses Couch, also die Frage war ja aber, was mich beziehungsweise meinen Stream ausmacht, ist ja einfach diese Misch aus Erklärbär-Content und halbwegs Pepega gleich Skill-Content. Ne? Und gleichzeitig möchte ich halt einfach diese Atmosphäre vermitteln, dass es halt nicht, dass einfach eine gechillte Atmosphäre ist. Das heißt, also jeder, als ob man sich gerade mit seinem Freundeskreis trifft, der gesamte Freundeskreis ist bereits da und man chillt sich einfach dazu auf die Couch. So soll sich das anfühlen, einfach, dass man gerade reinkommt und einfach alles entspannt ist. So, ja. Deswegen eine Salzatmosphäre oder sonst irgendwas versuche ich wirklich extrem zu meiden bei mir im Stream, dass es nicht irgendwie zu salty ist. Natürlich, ich bin ein Mensch, ne? Ich werde auch gerne mal salty, aber das ist halt, glaube ich, so das Wichtige, dieses Entspannte. Ja, top Statement, kann ich komplett nachvollziehen. Also sehe ich genauso. Finde ich richtig gut. Da können wir dann auch direkt die Brücke schlagen. Wie bist du denn überhaupt zum Streaming gekommen? Tatsächlich aus einem ganz anderen Grund. Ne? Aus einem ganz anderen Grund. Und zwar war das damals, ich habe mit Apex Legends angefangen zu zocken. Also zu streamen, einfach aus dem Grund, mir wurde gesagt, dass ich gar nicht mal so schlecht bin. Und ich hatte im Endeffekt, ich war gerade zwischen dem Punkt zwischen Studium und Berufsschule. Also ich habe gerade Berufsschule abgeschlossen und habe meine ganzen Bewerbungen rausgehauen Richtung Uni. Hatte dann, während die ganzen Testphasen waren von der Uni, so die ganzen Eignungstests, so kommst du rein oder kommst du nicht rein, ne? Lag ich dann erstmal schön 3 Wochen im Krankenhaus, weil mein linker Lungenflügel kollabiert ist.
und konnte dann die ganzen Tests sich machen. Heißt also, Uni war für mich in der Situation gar keine Option. Mhm. Und ja, dann hatte ich erstmal so ein halbes bis dreiviertel Jahr erstmal nichts zu tun. Dachte mir, okay, gut, was machen wir jetzt? Und ich habe halt angefangen zu streamen mit Apex. Und ja, innerhalb von einem Monat hat sich das zu so einer Liebe entwickelt. Ich bin dann mit Apex in die Competitive-Schiene gegangen, habe da einige Turniere gespielt, auch eins gewonnen, bei anderen auch relativ gut platziert. Maschine. Und es gab Zeiten, da war ich mit meinem Charakter Platz 3 in Deutschland. Hör mal, krass. Das waren ganz gute Zeiten. Nein. Ja klar, ist doch schon was Besonderes, finde ich. Ja. Aber dass es dann halt wirklich in die Content-Schiene ging und nicht nur Gaming während Streamen, das war dann erst mit Escape from Tarkov, dass ich da halt wirklich das Content, also den Content, die Content Creation Aspekt da ein bisschen ernster genommen habe. Okay. Was erhoffst du dir denn vom Stream? Also was hast du für Ziele, speziell jetzt vielleicht auch für 2021, für nächstes Jahr direkt und generell für die Zukunft? Generell 2021 habe ich das einfach weiter streamen zu können. Weil ich habe mir diese Deadline bis zum 21. Februar 2021 gesetzt. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass ich es packe, dass es reicht, dass ich damit, dass ich da durchziehen kann, dass ich das mache. Wirklich als Vollzeit, in dem Vollzeitbereich, dass ich es mir so aufbaue. Und ich möchte gerade dann auch dann mit 21, möchte ich, wenn das mit Corona ein bisschen gechillter ist, dann das mir weiter in die Richtung aufbauen, dass ich wirklich das als Produktionsfirma laufen lasse. Das ist ja, ich habe ja auch Film studiert, ich liebe ja den Bereich Film. Ich möchte wirklich viel mehr in dem Bereich machen. Und deswegen sage ich für mich persönlich, dieser Produktionsfirma-Aspekt beziehungsweise dieser Film-Aspekt meines Lebens, der darf auf gar keinen Fall wegfallen. Auf gar keinen Fall. Ich liebe Film zu sehr, ich liebe das Mittelfilm, einfach weil es so viele Emotionen wecken kann, ähnlich wie Content Creation halt. Und deswegen, gerade wenn das mit Corona hoffentlich ein bisschen entspannter ist, kann ich da wirklich im Bereich Werbefilm, Imagefilm, Musikvideo, was auch immer, da noch ein bisschen mehr machen, dass ich da auch ein Standbein so langsam kriege. Weil das wäre echt sexy. Okay, das heißt, da du ja deine Leidenschaft dieser Filmbranche ist, gibt es eine Geschichte zu deinem Nickname? Also spielt das da eine Rolle? Nein, gar nicht. Twisted, es kommt tatsächlich vom Dampfen. Ich habe früher gedampft und meine Lieblingsbox, beziehungsweise mein Lieblingsdampfer war der Twisted Messes. Okay. Und Twisted Messes, das waren Tröpfler und ein Akkuträger-Kombi, das war meine absolute Lieblingskombi. Und ja, ich stand dann halt einfach so, ja, vorher Twisted, ja, nehmen wir halt einfach, das kann man gut sagen, das passt gut. Ja, okay, und das ja, deswegen, TV halt, wegen Twitch TV so, also. Ich hieß tatsächlich ganz am Anfang Twisted 1505, nach meinem Geburtstag. Ah. Da habe ich gedacht, das hört sich irgendwie scheiße an. Ja, und dann, okay. Warum ich dann gedacht habe, eine 2 vor dem Namen und ein TV dahinter ist eine gute Idee. Ja, okay, so kennt man dich halt, ne, so kennt man dich. Ja. So kennt man dich. Warum, ist halt die Frage, warum da die 2 eine gute Idee war. Also, ja Digga, weiß ich nicht. Weil man mich halt von meinen One-Taps kennt. Sexiness, ne? Für deine One-Taps. Deshalb eine 2. Sehr gut. Speziell jetzt in dem Bereich, wenn das halt auch bei dir immer größer wird und sowas und reichweitentechnisch. Würdest du für alles werben, Hauptsache es bringt Geld? Puh, gute Frage. Für alles werben, nein. Also für mich sind solche Sachen wie zum Beispiel Casino und Werbung für Casino-Sachen absolutes No-Go. Weil ich gerade was so Werbung angeht, wenn ich wieder in Sponsoring angeht, muss es mit meiner Community konform sein. Wenn man jetzt so einen Raid Shadow Legends Stream macht oder so, das ist Sellout, jeder kommuniziert das einfach, yo, passt. Das ist einfach finanzieller Support, das passt dann schon. Wenn man das entsprechend so kommuniziert. Wenn man allerdings, also keine Ahnung, mit diesem Casino-Zeug Werbung zu machen, mache ich im Endeffekt ja Gewinn daraus, dass meine Community möglicherweise Verlust macht, weil man dann die natürlich in die Spielsucht reinkommt oder sonst irgendwas, ne? Ja, oder dass die halt wirklich Geld verlieren. Und das geht halt absolut gar nicht. Also das müsste wirklich dann halt, es müsste mich auf eine gewisse Art und Weise repräsentieren und es kommt, denke ich mal, sehr stark darauf an, wie man es kommuniziert dementsprechend. Okay. Das ist glaube ich, so wie ich das angehen würde. Ich habe bis jetzt erst ein Sponsoring mitgemacht.
Das war damals eine Geed-Kampagne mit Hightech zusammen. Da haben wir einen Gaming-PC rausgehauen. Mhm. Und da war Maya auch mit am Start. Und so war es halt, ne, wo eigentlich nur positive Sachen bei rumkommen können. So, einer bekommt Reichweite durch die Content Creator und gibt's dann auch noch irgendwo. Win-Win für alle im Endeffekt so. Ja, genau. Hast du, also wir hatten ja ganz am Anfang nochmal kurz drüber gesprochen, hast du noch andere Projekte neben dem Stream generell? Also jetzt, ne, sowas wie Podcast, YouTube? Also wir sind ja jetzt mit dem Podcast leider ein bisschen hinterher, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die Maya und ich dringend auf jeden Fall wieder angehen müssen. Ansonsten nebenbei sind es hauptsächlich wirklich Sachen, Projekte oder ja, Formatideen, die halt eher auf YouTube laufen. Also ich versuche mich wirklich jetzt voll und ganz auf Twitch und YouTube zu fokussieren und dann diesen Content, den ich dort produziere, möglicherweise einfach recyceln und weiter zu verarbeiten für andere Plattformen, wie zum Beispiel Instagram und Twitter. Okay. Das ist jetzt so meine Sache. Wann kommt TikTok? Gibt es schon. Ehrlich? Ich hab einen TikTok-Account. Ich glaube auch irgendwie so 10, 20 Follower oder so. Ich habe da, glaube ich, eine Woche lang täglich drauf gepostet, hab mir den Algo wirklich mich extrem damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich mal gecheckt, okay, Pestilli hat auch TikTok. Fuck, Pestilli hat nur 1500 Follower. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn der nur 1500 Follower hat, ist, glaube ich, das Escape from Tarkov die falsche, ja, dieses ist halt einfach das falsche Game. Ja, ich weiß, was das du meinst. Das passt da nicht. Das ist einfach, die Altersgruppe passt da nicht zusammen, ne? Weil die Escape from Tarkov-Kategorie ist ja generell eine eher ältere Truppe. Das stimmt. Und TikTok halt nicht. Das stimmt. Also ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage auf meiner Liste, die würde ich echt so als Abschluss stellen. Chat, habt ihr noch wirklich irgendeine ernste Frage? Jetzt nicht irgendwie, warum er ist ein sexer Typ, das kann man nicht beantworten, er ist es einfach. Aber ich meine es wirklich, wirklich was Ernstes, sonst würde ich meine letzte Frage stellen und dann würde ich mich schon bedanken. Willst du die Production-Firma auch streamen, also Real-Life-Streams? Streams nicht unbedingt. Videos könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde gerade auch dann später, dass mein YouTube sich auch ein bisschen weiterentwickelt und dann auch so, oder vielleicht einfach dann einen weiteren Kanal starten, dass man dann noch in die Richtung abdriftet, dass man wirklich ein Behind-the-Scenes Einblick bekommt, was so Drehs angeht. Gleichzeitig möchte ich dann natürlich auch meine Werke, die ich dann über diese Produktionsfirma mache, würde ich dann auch entsprechend dann auch veröffentlichen on-stream. Also das ist auch eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert. Und ja, das ist, weil das Problem ist halt, das Problem, was für mich das Problem bei Film ist, dass ich nicht, ich bin kein Kameramann, ich bin nicht unbedingt, also ja, ich bin nicht hauptsächlich Regisseur, so ich setze kein Licht für Filme, ich kümmere mich nicht um den Ton oder sonst irgendwas, sondern ich bin in dem Bereich Produktion aktiv. Und Produktion ist einfach nur, dass ich einen Fetisch für Excel-Tabellen habe. Das ist leider das Problem, dass ich einfach Bock darauf habe, die ganzen Drehs zu organisieren, zu strukturieren, dass alles wirklich reibungslos abläuft. Das liebe ich halt. Und dass dann dieses Produkt dabei am Ende rumkommt. Natürlich habe ich auch kreativ gearbeitet, habe auch Regie geführt bei einigen Sachen. Aber ich sehe meine Stärken persönlich eher in diesem Strukturierten, dass ich halt einfach Struktur an den Dreh irgendwie bringe. Okay. Das ist das, was mir auch immer gesagt wurde. Ja, top. Dann habe ich noch 1,5 Fragen, ganz kurz und schmerzlos, einfach mit oder ohne. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne, safe. Okay, und was hältst du von Pizza Hawaii? Und Pizza Hawaii? Ehre. Absolut geil. Hauptsache ohne Oliven. Ja, mega lieb. Das wäre es von meiner Seite eigentlich schon wieder gewesen. Also wir haben fast die ganze Liste abgearbeitet. Viele Sachen waren jetzt noch ein paar Sachen mit drin. Keine Ahnung, sowas wie Tagesablauf oder Rituale vorm Stream. Aber das hattest du halt schon gesagt, was du halt vorm Stream machst und auch danach. Deshalb habe ich das jetzt zum Beispiel nicht explizit gefragt. Ja, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Mega, mega lieb. Ja, sehr cool, Alter. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast bei der Idee. Ja, absolut safe, geil. Bruder. Safe.
Liebe geht raus. Liebe geht zurück. Um einen 20€ Amazon-Gutschein zu gewinnen, schreibe gerne deinen Kommentar und pack dahinter Hashtag TuTwistedTV und dahinter deinen Twitch-Namen.